So. Und es geht auch direkt weiter. Genau, weiter backen, platzieren. So. Da ist dieses komische Ding, was ich gerade gesehen habe. Da muss ich auch hin für die Barke. Hier oben war ich aber noch nicht. Dementsprechend muss ich hier ein bisschen gucken. Das Rätsel hab. Doch, das Rätsel habe ich gemacht. Doch. Ja gut, ich war hier teilweise halt. Weiter unten war ich. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Okay. Ach, da ist so ein Blitzi. Hallo Blitzi, was machst du? Bitte blitz nicht so schnell weg. Okay, du blitzt auf die andere Seite rüber, dann mach da halt erstmal rum. Dann dauert es noch eine Weile, bis ich mich um dich kümmere. Also den Boot da unten regt mich auf. Ich will nicht erst ein Boot hierher fahren müssen. Achso, und jetzt bin ich. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Da komme ich gerade ohne Elektrokran und nicht rein. Aber es ist egal, weil da ist eins. Und da schon wieder ein Relais. Oh nein. Wait. Ich habe hier so ein Blitz hier hingebracht. Halt. Ja. Hallo, ich will hoch. Hä? Was war das für ein Geräusch? Also, wieso war das Geräusch? Euch habe ich gestern gemacht, das weiß ich. Wo kommt ihr auf einmal jetzt her? Vor allem, warum? Okay, Multi Frames ausnutzen. Speed of light. Sie ist echt extrem schnell immer voll. Das ist schon ganz nett irgendwie. Ist auch ein guter Lückenfüller. Nach dem normalen Combo. So, da ist ein Relais. Da unten ist der. Ah, okay. Sieht zumindest, wo ich die Dinger placen soll. Zack. So, jetzt darf ich hier rein. Jetzt mein Ding da. Hallo. Achso, ist schon wieder ausgelaufen? Wirklich? Das ist so schnell weg. Elektrokran umnehmen. Zählt doch 20 Sekunden. So. Ich fühle mich verarscht. Oh Gott, warum leckt das gerade so hardcore hier? Gerade leckt es hardcore, aber warum? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur raus und reingetappt. Hier, straf ich doch jetzt nicht mit Lags. Also lass dich raten. Ich soll versuchen, von dem Ding fernzubleiben. Diese Ruckler. Dammit. So. Der Schlüssel, der dritte Schlüssel, okay. Hab mir schon fast gedacht, dass der jetzt hier dann sein müsste. Let's dance. Ich glaube, obendrauf war ich jetzt zu Genüge. Aha, und hier ist ein Relaisstein drin. Cool. Zack. Frage ist, wohin kann ich mit dem Ding überall hier gehen? Oh, hi Leute. Stabilize. I'll protect us. Fallen leaves. Adorn my knight. The wind. Ich hätte eventuell erst das machen sollen. Incoming. Aber okay. So, dann tun wir ruhig die Death-Partikel von denen. Untersuchen. Aufsehen als Lehrlings. Aha. Platzieren. Aha. Untersuchen. Übungsschwert. Aha, noch ein Relaisstein. Aha, da ist ein Gitter oben drüber. Solidify. Ich hoffe, sie haben die Reset-Barrieren hier. Oh, what the fuck? Ich bin gerade verblüfft.
bis nach oben gezogen werde. Okay. Boah, fühle ich mich jetzt toll, weil ich das geschafft habe. Und ich bin fast tot. Wertvolle Truhe. Das nenne ich mal Relais-Kunst. Ich mag die Inazuma-Rätsel. Die sind nicht so schlicht irgendwie. Man muss halt vor allem, man braucht seine Elementfähigkeit hier nicht mehr. Ich frage mich im Nachhinein, ob sie das vielleicht in anderen Regionen umgebaut haben. Wobei, vielleicht haben, ja gut, hier haben sie es wahrscheinlich gemacht für die Leute, die halt das Spiel schon gespielt haben. Wer das Spiel halt neu anfängt, der hat halt. What the fuck, was? Wieso wiederhole ich mein, das Wort? Hat halt. Warum habe ich doppelt halt gesagt? Und vor allem zweimal. Moment, machen wir so. Ja. Wer halt von vorne anfängt, das Spiel, der hat halt nur den Nemo-Charakter zu anfangen. Und wenn er ganz cocky ist, vielleicht noch den Geo-Charakter. Aber man braucht halt Geo dann im Geo-Bereich und im Erdkönigreich quasi. Und was zum? Als Notizen, Nur so starb in dieser Nacht. Ich wage zu behaupten, dass Katsuragi vielleicht ein Fehlverhalten begangen hat. Aber es geschah aus der Güte seines Herzens. Aha. Okay, irgendwer hat die Scheiße gebaut und dadurch irgendwen umgebracht. Das ist die Notiz, oder? Hey. Ach, da unten ist die Notiz, okay. Ja, nee. Wenn man, keiner wird, also normalerweise, außer man will jetzt erst aufdecken, dann rennt doch nicht eigentlich dann aus Mondstadt komplett raus. Und, ja, gut, man holt sich natürlich dann vielleicht die Geofähigkeit, wenn man es dann sieht. Ich meine, ich habe auch zuerst Mondstadt gemacht. Ein Mix von beiden wäre halt optimal gewesen eigentlich, muss man schon sagen. Also vielleicht so ein bisschen cross-walken, aber das ist das Problem. Dann, ja, das Problem ist dann halt an solchen Sachen, dann verpasst man halt Kisten und man hat, ja, das FOMO-Prinzip kommt quasi zustande dann, wenn man eine Region nicht direkt hundertprozentig anguckt. Das ist quasi ja hier jetzt auch so der Fall, aber mittlerweile weiß ich halt, wie Sachen versteckt sind. Klar, viele Sachen sind echt hardcore nervig versteckt, aber wichtige Sachen oder die guten Sachen sind dann halbwegs offensichtlich. Halbwegs. So. Ist irgendwas ganz oben noch hier drinnen? Tatsache. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mein Elektrokranum-Ding war weg. Kann ich jetzt. Nein, kann das Elektro-Charakter nicht da rein. Aber da ist ein Elektro-Kuli drin. Das ist gut. Aber ich habe den doch gerade eingesammelt. Warum war der so schnell weg? 20 Sekunden hält er doch. Das waren auch keine 20 Sekunden jetzt. So, und da vorne ist auch noch einer. Und dann ist der andere da hinten auch noch. Kann ich eigentlich mittlerweile. Ne, weil da schon wieder ein Questmarker ist. Oh, okay, ich hab's geschafft. Na, mit dem Placed. Das ist gut. Könntest du bitte, danke. Da geht's dann darüber. Sollte hier fertig sein. Aber wo ist denn der jetzt da? Der da noch wäre. Wo soll der sein? Unter mir. Der in der Höhle? Nee. Jetzt wird ich irgendwo unter mir. Oh. Hi. Ja. Achso, wenn ich ihm schnell genug folge und vor allem drei Stück dann irgendwie folge, dann. Passt es. Das war ein echtes Pulverfass jetzt im Moment. Er kann sich in ein hochexplosives Pulverfass verwandeln. Und müsste eigentlich dadurch jämmerlich sterben, aber okay. Offenbar halt auch nicht.
Nee, da geht's auch nicht durch. Time to go. Ja, da was? Nein. Nein. Du kannst mich. Kannst nicht mal sowas von. Achso, hier in dem Gang. Der ist aber auch gut versteckt. Wow. Also verstecken haben sie mittlerweile ganz gut gelernt. Aber es ist halt in solchen bergigen Gegenden auch relativ einfach, in Anführungsstrichen, da Sachen zu verstecken. Wie viele Sticker habe ich überhaupt noch frei? Ich habe nur noch 10 Sticker, ich muss bald meine Karte mal übertragen. Welche Sachen ich habe und welche nicht. Beziehungsweise ich muss halt gucken, welche Uli ich dann quasi habe und welche nicht. Das ist das gleiche im Endeffekt. Überleg grad. Wo will ich denn jetzt hin? Will ich hier oben noch was machen? Ich glaube, da oben gehe ich jetzt hin, nämlich hier. Ah, nee. Nein. Ich muss nochmal zu dem Ofen hin. Weil da war nämlich, noch ein Elektro-Kuli, den ich auf die mittlere Insel geschickt habe. Genau, da war ja was. Zack. Stabilize! Da war was. Ich glaub, von hier aus habe ich ihn losgeschickt, oder? Oder war es eine Ebene? Nee, das war eine Ebene tiefer. Dann fliegt er nämlich, okay. So, da komme ich locker rüber. Der fliegt natürlich genau in der Luft. Wetten, der fliegt jetzt nach hinten wieder hin? Nee, er bleibt hier, okay, gut. Mehr oder weniger bleibt er hier. Chill halt mal deine Base. Bleib mal da, wo du hingehörst. Wow. Into the wind. Das war knapp. I follow the wind. Aha. Okay, erst unserem Ziel. Nein, nicht klettern. Let's dance. So. Ah, hier ist er gelandet. Okay. So, dann bin ich eh jetzt ganz oben auch schon. Das ist gut. Das war gut geplant. Und da ist die letzte Backe. Hopp. Platzieren. Geschüttes Savia bricht. Na klasse. Wieder runter. Aber halt, Moment. Diesmal versuche ich mal. Stabilize. I'll protect us. So. Weiß nicht, ob dafür nicht vielleicht sogar fast schon Schau besser geeignet wäre. Ja, aber das muss schnell gehen. Oh, ich komme ran. Ich komme ran. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Yes. Und ich bin auch direkt bei Savia auf die Art und Weise. Optimum. Mir da. Hast du sie platziert? Jupp. Gut gemacht. Jetzt müssen wir sie nur noch die Daten sammeln lassen. Woher weißt du von diesen Standorten? Ich war Teil des Entwurfsteams für den Mikage-Hochofen. Wenn du diesen Orten Barken platzierst, erhältst du im Grunde alle Daten im Mikage-Hochofen. Weißt du, wenn wir an diesen Orten Reinigungsgeräte aufstellen würden, wären unsere Probleme über Nacht vorbei. Velux würde wahrscheinlich ausrasten und verrückt werden, wenn er von der jetzigen Situation erfährt. In Ordnung, danke für deine Hilfe. Bitte nimm diese mit. Außerdem muss ich dich vielleicht nach einer Weile mit denen zurückholen, der Barken belästigen. Ich habe kein göttliches Auge, da kann ich nicht durch Gebiete reisen, die mit solchen Energien gesättigt sind. Außerdem sind die Fatui immer noch da drin. Ich glaube nicht, dass es außer dir noch jemand auf der Insel gibt, der mit ihnen auf dem Ofen geistig fertig werden kann. Und dem Ofen geistig fertig werden kann. Da kann, könnte. Ja, egal. Okay, immer noch ein Einzelabschnitt von der ganzen Quest, oder? Oder sind das jetzt irgendwie mehrere Gesamtquests? Wenn jetzt diese Quest als jeweils als 20% zählt, also 20 Fortschritt, dann dreh ich durch. Ich hab mal gestern machen sollen. Verdammt.
Hoffentlich geht es das alles nicht noch so weiter so. Was? Eine seltsame Geschichte in Konda. Die seltsame Geschichte des. Ich bin jetzt durch. Bin durch mit dem Gebiet. Ich dachte, ich muss das Ding irgendwie abstellen und deswegen würde dann hier vielleicht auch alles wieder dann sich normalisieren. Aber nein. Aber wann soll ich mir die Dinger denn zurückholen? Ich meine, ich habe alle drei Schlüssel gefunden für das andere Secret da hinten. Da gehe ich jetzt auch hin. Aber trotzdem irgendwie. Ich habe alle Richtungen abgeguckt und ich habe auch alle Elektrokuli gesammelt, da bin ich mir sicher. Und außer der Bootsmission habe ich auch alle Missionen hier eigentlich gemacht. Ah, da gibt es eine Elektrokuli drin in der Dingens, in der Höhle. Okay. Öffnen. Zack. Hi Leute, welcher Boss kommt jetzt? Was zum Fick seid ihr? Also immer noch die ganz normalen Viecher. I will have order. Clouds high. The birds. With sword comes shadow. Best Elektrozeug. Speed of light. Es war sehr einfach. Luxuriöse Kiste. Die Klinge von Tatara. Ein Schmiedeplan vom Katsuragikiri. Was? Bauplan Katsuragikiri. Yagama. Was? Irgendein Bauplan. Mysteriöse Buchseiten. Okay. Ich habe einen Bauplan für Inazuma gefunden. Cool. Ist, glaube ich, der Speer, wenn ich nicht. Der Zweihänder oder der Speer müsste das, glaube ich, sein. Weil das Schwert heißt, glaube ich, Animono. Das komische Kraner-Ding halt. Animokrana. Animokrana macht sogar Sinn, weil Animo, weil Luft und das soll wohl irgendwie das Schwert von Kasua sein. Mit einem Attack-Stat und kein Element-Stat, aber okay. ja, und dann hier noch den markieren. Den Eingang brauche ich jetzt nicht mehr markieren hier. Ja, war eine nette kleine Belohnung, sag ich mal jetzt hier, für das Finden der Schlüssel. Zumindest kriegt man hier die Rezepte nicht einfach so aufgedrückt von Anfang an. Also quasi mit dem Drachenkratz man dann Rezepte bekommt. Vor- und Nachteile. Aha, Moment, da geht's noch nach oben. Halt, irgendwas war hier. Warum? War hier Stahlschmetterling oder was konnte ich hier einsammeln? Zubereiten. Hier ist ein bisschen Kochtopf. Aber hier geht's hoch. Ist da noch ein geheimes Secret? Ein Secret? Ein paar Secret? Eventuell aber nicht mit dem Charakter. So. Komm da nicht hoch. Kasua kriegt gerade ein bisschen viel Schaden rein. So. Ich sehe hier schon wieder nichts. Ah, Mann. Ja, dann. Lass ihn eh hin. Oben ist definitiv eine Lücke. So. Jetzt aber. Ja. Okay. Bin mir sicher, dass da oben eine Lücke ist. Aber ich komme da so nicht ran. Ja, so vielleicht. Aha. Also wenn der Elektrokuli hier oben gewesen wäre, das hätte ich verstehen können. Das ist ein mega gutes Versteck hier oben eigentlich. Also hier hätte sie zumindest irgendwas erwartet. Ein Achievement oder so zumindest zum Finden dieser kleinen Nische hier oben. Die kann man echt gut übersehen. Okay, vielleicht kann man sie echt. Okay, man kann sie vielleicht nicht übersehen, aber. Da kommt man echt extrem nervig hoch. Wenn überhaupt.
Gut, hä? Hier ist noch eins? Ist da jetzt doch ein... Hab ich da einen Elektrokuli übersehen? Nee, das ist der... Ah, das müsste der oben auf dem Berg sein. An dem man nicht rankam. Weil die Barriere davor war, kann das sein? Dann müssten es aber zwei Stück sein, ja. Der hier oben direkt. Den ich ja schon ein paar Mal gesehen habe jetzt mittlerweile. Zack, genau. Und dann halt der, wenn man da runterläuft. Den würde ich sogar fast davon ausgehen, dass ich auf der Insel fast alle Elektrokuli sogar gefunden habe. Aber meine Prozentzahl hier ist auch sehr hoch mittlerweile. 74%. Und da 53. Ich war hier mal bei 30, irgendwie ganz am Anfang. Okay, das ist schon, 74 ist schon eine ganze Menge. Time to go. Mittlerweile. Genau, und da ist dann das Ding und... Dafür habe ich leider jetzt keine Blume. Oben. Direkt zur Hand. Doch da. Let's dance. One with nature. Ach nee, das war... Ah. Das war eine mittlere Stufe, okay. Aber nee, ich habe recht, das war nämlich da, wo die Barriere war. Nee, war es ein... Hä? Moment. Now I'm confused. Moment. I'll protect us. Ach, oder war es doch die jetzt da unten, hä? Bin ich verwirrt, Moment. Time to go. Bin ich verwirrt, was die hier doch in der Barriere drin? Hier sehe ich nichts. Time to go. Moment. Da ist das Rätsel. Da ist nichts. Da unten ist der Eingang. Nee, doch, hier ist noch was. Genau da. Hier so. Da, wo schon die Markierung ist. Ich hoffe, ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Gott sei Dank. Das ging schnell genug. Es könnte doch die Barriere sein. Oder? Wäre aber mies, wenn das die Barriere ist. Die ist nämlich hier nicht. One with nature. Nee. Hier so irgendwo. Nee, und draußen ist nichts von oben. Muss von unten irgendwo drin sein. Aber wo? Nirgendwo ein Eingang. Hm. Das muss da irgendwo sein. Ist das doch da, wo ich gerade drin war? Und ich war einfach nur blind? Das sein. Moment. Das würde mich jetzt mal ganz gut interessieren. Oh nee, was war das für ein Satz? Ich habe kein Stück von diesem Satz verstanden. Aber egal. Wenn der Oni mal wieder zu blöd zum Reden ist. Geht's da noch weiter? Ne, da gehe ich wieder weiter weg von. Hm. Aha. Ne, doch nicht. Da ist wie so ein Weg da rein. Let's dance. Time to go.
vielleicht was? The wind knows me. Ah, kriege ich das hin? Mit der Ausdauer? Ja. Into the wind. Naja, hier sehe ich jetzt auch wieder was, ja. Gucken. Tatsache, hier ist ein Weg. Da ist ein Weg, den ich übersehen habe. Aber ich hätte die Höhle trotzdem irgendwie bevorzugt, die ich da selber gefunden habe. Also ich fand meine kleine Höhle da unten drinne viel cooler und besser als Versteck. Hä? Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie so aus, als ob ich hier schon mal war. Das Ding ist irgendwie halb kaputt. One with nature. Ging es echt extrem lange außer Gefecht. Warum? Hey. Yeah. Yeah. Hm. So. Und Kiste. Jetzt sollte ich hier aber fast fertig sein. The wind knows me. Ja, ich hab's gesehen, wo es ist. Kann ich mich hier jetzt so ein bisschen abstützen? Ja. Okay. Natürlich nur eine Kasua tun. Markierung zerstören. Zerstören. Okay. Ja, und da jetzt aber auch theoretisch da. Ja, gut, jetzt habe ich die Quest hier fertig. Er hat gar keine neue für mich, das ist okay. Dann warte mich mal ganz kurz dahin. Let the show begin. Was? Hä? Woher kommt diese Kiste? Das Rätsel hier habe ich doch gemacht. Ist das geresettet? Moment. Das Rätsel habe ich definitiv gemacht, da bin ich mir sicher. Das war nämlich relativ nervig. Ich finde auch keine Relais mehr jetzt, deswegen. Nee, die Relais sind weg. Die waren hier in den Büschen versteckt. Weil er meint, dass die Kiste da oben nämlich auch dadurch aufgegangen war. War keine neue Kiste gespawnt. Time to go. Wo kommt die Kiste da oben jetzt her? War die vorhin schon da? Stabilize. Moment, ich brauche mich nochmal. Moment. Kann es sein, dass ich doch das Rätsel geschafft habe, aber die Kiste verbuggt war? Okay. Weil, sollte da jetzt das Rätsel sein, dass ich das jetzt von der Seite aus öffnen muss, oder was? Okay, so manche Sachen hinterfrage ich dann doch lieber mal. Achso, da unten sehe ich gerade. Da ist wieder so ein Donnerbaum, okay. Hier ist ein Schrein. Und den habe ich auch markiert gehabt, okay. Yay. Jumper Items, bla. Diese ganzen Free Rolls quasi für Talente. Dance.
wie man in den Schrein bekommt. Die hängen ja auch mit den Elektrokuli und so weiter zusammen. Oh nein, ihr seht ihn auch, oder? Nein, er steht da schon wieder rum. Da ist eine Herausforderung, da ist der Baum. Nur, dass man es gesehen hat. Da werde ich wahrscheinlich ohne Aufnahme hingehen. Oh, oh, okay. Das, oh, das hier ist ein Erzparadies. Das hier ist ein Erzparadies. Oh mein Gott. Markieren. Und das unter einem Teleportpunkt auch noch direkt. Ja gut, den kann ich jetzt wegmachen. Ja gut, mit dem Jungen spiele ich dann irgendwie dann bei Zeiten mal. Und gönn mir seine... Solidify. Wer oder was hat jetzt schon wieder was für ein Problem mit mir? Wo kommt ihr auf einmal her? Time to go. Warum seid ihr hier? I'll protect us. Falsche Charaktere. Stabilize. Und das. Und das. Und... Man müsste meinen, dass eine Wasserverwirbelung sehr viel mehr Schaden macht als normale Wasserangriffe, aber dem ist halt irgendwie nicht so. Im Ernst, warum seid ihr hier? Und warum ignoriert der mich? Speed of light. Hi, Kumpel. Let the show begin. Hm. Cool Story und so. Oh, hier ist auch noch ein Rätsel. Bisschen eine Zeitherausforderung. Aha, und dann lande ich da unten auf der Insel. Direkt bei der nächsten Herausforderung. Nein, 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 du haust mich nicht ab. Ja, gut. Achso, gut, und hier ist ein... dies Rätsel, Moment, Gruppe. Das ist knapp bemessen, sehe ich das gerade richtig? Behold, the Prinzessin der... Prinzessin der Verirrtelung. Wie soll ich ihn innerhalb von 10 Sekunden? 20 Sekunden, oder was sind das? Alter. 20 Sekunden. Wie soll ich denn das machen? Okay, das... Muss ich mir mal kurz markieren. Ausrufezeichen. Das muss ich mit Maustastatur machen. Also das geht mit Controller nicht. Definitiv nicht. Okay, lass dann aber Kicking trotzdem mal kurz lang im Team. Ach, Kicking war schon. Fischl. Aber ich will noch diesen komischen Tempel auf das zu aktivieren. Damit ich da auch noch ein Teleportziel hätte. Aber wie das aussieht, ist das ganze Ding doch noch besser versteckt als gedacht. Hui. Was? Wo ist denn der versteckt? Hier sind so ein paar Teleporter irgendwie falsch markiert, kann das sein? Oder muss ich davon innerhalb des Berges sind? Weil hier ist nämlich jetzt das Rätsel. Stimmt, ich habe ja schon beim letzten Mal nichts gesehen gehabt. Moment. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, von hier auch nicht. Okay, irgendwie von innen oder von außen oder von unten. Dann... Kiki Pavillon. Irgendwie muss... Ah, von der... Da vielleicht rein. Okay, das könnte sein. Aber das werden wir jetzt nicht in der Aufnahme machen. Ich will jetzt eigentlich nur noch... Elektrokuli abgeben gehen. Ich müsste euch jetzt genug haben. Jetzt zumindest. 6 Stück fehlten ja irgendwie noch. Ich hoffe zumindest, dass ich genug habe. Und dann gehe ich noch Sakura-Bäumchen besuchen und. Ui, genau 6. Ja. Den Sakura-Baum gehe ich noch besuchen, gebe dann auch die Siegel ab, die ich gerade habe. Und dann war's, dann haben wir heute relativ viel gemacht, oder ich habe viel gemacht, und zwar die ganze Tatatsumi, Watatsumi, Tata,
Tata. Die Tata-Insel halt. 20 brauche ich, glaube ich, jetzt kann sein. Wie ist die Insel? Tatarasuna. Genau, habe ich die was komplett gemacht, würde ich mal sagen. Also sehr viel zumindest. Ich habe jetzt nur das hier außen noch nicht gemacht. Das nicht, das nicht, das auch nicht. Da drin ist noch, genau, hier kann ich dann reinfahren. Ah, genau, da ist ein Skiffpoint, dann kann ich da so reinfahren, dann kann ich da die Quest auch drin machen. Okay, das mache ich gleich vielleicht noch so nebenbei. Ja, gut, okay. Die Insel erkunde ich dann auch ein bisschen mehr. Und das Stück, was ich hier quasi nur ganz stiefmütterlich behandelt habe. Und das Ding. Also ich versuche jetzt zumindest diese kleinen Inseln hier außenrum noch in der Mitte zu machen. Bis hier so quasi, dass wir jetzt heute Morgen noch schaffen. Und vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Nebenquests. Aber ich glaube, bevor ich das mache, muss ich echt irgendwie Screenshots machen und mir markieren, was ich alles jetzt schon gemacht habe. Naja. Mit der Erkundungsbelohnung warte ich noch bis um 5 gleich. Ansonsten... Also ich wollte zum Baum hin. Deswegen war ich am Roam. Teleportier nach Hyogu-Berg. Ich land vor dem Baum, also beim Teleportpunkt. Genau, okay. Erinnerung des krachenden Gewitters. Oh. Ich habe eine Constellation wieder für dich. Bringer beim Treffen Gegner mit dem grellen Blitzschlag von rollender Donner. Aha. Elektrowiderstand dieser Gegner in 80. Ja, das ist gut. Also mit Keking zusammen. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, ein Level habe ich mindestens, oder? Ich habe sogar zwei. Cool. Level 12 hoch. Stufe der Gunst der heiligen Sakura. Zerbrechliches Harz ist gut. Und es gab 50 Level davon, oder? Aber das ging auch nur. Im ersten Patch kann man, glaube ich, auch nur bis Level 17 kommen oder so, kann das sein? Ist das ein Claymore-Teil? Tatsache, ein Claymore-Teil. Okay. Dann das Teil hier ist irgendwo unterm Berg, definitiv. Da komme ich jetzt nicht dran an das Coolie, aber ist auch egal, weil das brauche ich jetzt sowieso nicht. Aber ich habe zwei Gratis-Wünsche auf dem Standard-Banner. Moment. Zack. Frage ist halt. Verlauf. 3. Bin jetzt bei. Wie vielen Sachen hier drinne? 60. 62. Doch, 60, 62. Bin jetzt bei 62? Habe ich mich davor immer verrechnet? 62 bin ich jetzt erst. Und 3. Ich traue mich nicht. Nicht, wenn ich nicht weiß, was im nächsten Banner drin ist. Ich mache jetzt mal die Freiwünsche hier. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch was 4-Sterne-mäßiges, aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Nee. Da hatte ich nämlich erst Opferschwert bekommen, genau. Dann habe ich 6 Sachen. 7, 8, 9. Okay. 4 Wünsche hier drin noch. Ich könnte hier jetzt auch meine Währung nutzen, aber nee, komm. Nee, nicht im Allgemeinen. Die kriege ich auch noch anders zusammen. Irgendwie. Glaube ich zumindest. So. Der teuerste Elektro-Skill überhaupt von der Cooldown-Zeit. Wenn der Cooldown halt direkt schon losgehen würde. Also für sie wäre halt vielleicht ein Cooldown-Set ganz cool. Also richtiges Cooldown-Set. Gut, aber... Sehe ich jetzt erst. Deren Vision leuchtet auf beim Wechseln mit dem jeweiligen Symbol halt dafür. Oh. Okay. Ja, wie gesagt, hinten auf diesen Inseln, die Inseln da hinten, da war ein Typ drin, der irgendwie Steinplatten braucht. Das hat wahrscheinlich dann mit den Ruinen hier zu tun. Gehe ich mal von aus. Da hinten war, glaube ich, gar nichts. Oder war der da hinten auf den Inseln? Auf einer der beiden Inseln war er. Auf jeden Fall.
Das ist nochmal zur Anmerkung. Ja, das ist schon relativ viel zum Erkunden wieder hier. Schon viel zu erkunden. Vor allem da hinten noch die Insel im nächsten Patch wahrscheinlich und dann die da als Hauptfinalort oder so. Also können wir sagen, was wir wollen, aber da wird definitiv irgendwie Rambazamba Boss-Action sein. Und da ist dann halt wahrscheinlich geht Akt 3 dann da hinten hin und Akt 3 endet dann da. Oder Akt 4 in Anführungsstrichen vielleicht sogar. Keine Ahnung. Gut, aber wir haben es 5:30. Ich wollte mir das maximal 5 machen. Ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Ne, habe ich nicht. Ich wollte mehrere. Ah, halt. Genau, eine Sache noch jetzt. Bevor ich das vergesse. Das habe ich vorhin noch gesehen gehabt. Hier hinten. Da steht wieder eine Kiste rum. Bei dem Typen. Und der war schon so ein bisschen aggro geworden langsam. Er könnte sich jetzt vielleicht was anbahnen. Aller guten Dinge sind 3 halt. Deswegen. Das will ich jetzt noch eine Aufnahme drin haben dann. Something's come up. Bevor ich das jetzt aus Versehen mache ohne Dingens. Da bei dem Ausrufezeichen ist es. Hopp. Wow. Langenkopf. Ja, es ist eine Schlange, von mir aus. Vielleicht ein Leviathan. So, alle guten Dinge sind 3. Dritte Kiste. Hübsche Truhe. Ich glaube, die Truhe ist auch immer hübscher geworden, kann das sein? Also immer besser. Ashizu. Er sagt wieder was. Du bist hier. Wie geht es dir? Danke, dass du mir meine Sünde vergibst. Bitte lass mich zu dir zurückkehren. Sprichst du mit mir? Was? Aber warum? Ich war bei jeder Opfergabe und ich habe jeden deiner Segnungen angenommen. Aber sie wurde von dir gebrandmarkt und hat dir gedient. Nun ist sie vor deinen Segnungen geflohen. Sie hat uns verraten. Wovon redest du? Tut mir leid. Ich sollte nicht an seiner Entscheidung zweifeln. Weiter aushalten, weiter anbeten. Kannst du mich hören? Weiter aushalten, weiter anbeten. Weiter aushalten, weiter anbeten. Gut. Ist hier, aha. Okay, gleicher Text. Die Kamerafahrten. Was genau ist hier abgegangen? Gewöhnlich aussehen der Schrein um so eine elementare Spur. Du hast Washizus Wahnsinn gesehen. Willst du anbeten? Vor dem Schrein beten. Washizu ruht immer noch neben dir und er sieht gar nicht gut aus. Der Schrein ist still. Vielleicht ist das alles ein Schwindel. Du versuchst zuzuhören, aber nichts passiert. Kann es sein, dass ich durch mein Beten ihn irgendwie umbringe nach und nach? Eventuell. Gewöhnlich aussehen der Schrein ohne weiter beten. Und hört den Wind durch die Knochen der großen Schlange pfeifen. Aber der uralte Leichnam bleibt still. Scheint vom Meer in ein Instrument geformt worden zu sein. Das klagendste Instrument im Ozean. Versuchst zu lauschen, aber es passiert nichts. Aha. Gewöhnlich aus den Schreien um besondere elementare Spur. Du hast Washizus Wahnsinn gesehen, willst du anbeten? Ja. Washizus murmelt immer noch neben dir und der Schrein ist still. Vielleicht ist das alles ein Schwindel. Versuchst zu hören, ob nichts passiert. Pass auf, hinter dir. Sie nähern sich leise von hinten, aber trotzdem sind sie deutlich zu hören. Vorsicht. Okay. Lebendige Opfer, es ist höchste Zeit. Okay, genau sowas habe ich irgendwie erwartet. Dass er irgendwie jetzt voll in den Rampage-Mode geht. Das ist eine Aufzeichnung. Und ich sag noch, ich bringe ihn um. Geschädigte Notiz, das ist eine Aufzeichnung. Hätte man ihn leben lassen können und die Quest einfach ignorieren können? Hätte man das machen können? Ich fühle mich jetzt irgendwie. Ich habe einen NPC umgebracht. Der wird nie wieder respawnen. Ich meine, er hat mich angegriffen, aber trotzdem. Was ist jetzt in meinen Kisten? Meine Kisten. Ich krieg keine Kisten mehr. Okay, Moment. Das ist eine Aufzeichnung. Lesen. Der Krieg geht weiter und auf den Flugblättern von beiden Seiten stehen nichts als leere Worte. Sie scheren sich einen Dreck um uns. Das Higidorf hat zu viele Flüchtlinge aus den Minen aufgenommen. Und der Essensvorrat geht allmählich zur Neige. Wir mussten alle Habseligkeiten einsammeln und sie nach dem Plan verteilen. Wobei wir noch etwas Geld auf die Seite legen mussten, um Essen von den Piraten in der Nähe zu kaufen. Wie dem auch sei, es muss immer jemand da sein, der den Schrein in der Nähe von Yakotsu beschützt. Aber jeder hat Angst vor dem Tatarigami, die nicht gesehen oder berührt werden können. Diese Aufgabe muss also von mir, den Dorfvorsteher, übernommen werden.
Viele sind krank geworden, noch mehr haben unterschiedliche Beschwerden und können keine körperliche Arbeit verrichten. Wir können nicht so weitermachen. Dieser Yasumoto ist ein Scharlatan. Das Einzige, was er kann, ist Lavendelmelonensuppe mit Zucker zu kochen. Das heilt nichts. Er war früher auch eine Schlaraffe. Man kann ihm einfach nicht trauen. Aha. Welche Notiz? Auch der einzige Arzt im Dorf hat seinen Verstand verloren. Wir mussten ihn fesseln und in den Keller sperren, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Jetzt können wir nur noch beten und hoffen, dass unser Gebet bei seiner Exzellenz Gehör verschaffen kann. Dass dieser Krieg beendet werden kann. Wir sollten alle am Schrein versammeln. Alle sind verzweifelt, auch wenn ich als Dorfvorsteher nicht viel mehr tun kann, muss ich ihnen zumindest Hoffnung geben. Ingo sagt, er habe das Wort Gottes gehört. Das ist aber lächerlich. Shojis Mutter ist zurück und verbringt alle ihre Tage lang betend am Schrein. Irgendwas mit Shoji habe ich im Kopf gehabt. Ich sollte irgendwas mit Shoji machen. Aber ich habe keine Weltquest dafür. Okay. Wegen ihrer Krankheit oder wegen ihres Mannes. Dorfvorsteher, tut es mir echt leid, dass ich ihr nicht helfen konnte. Ich musste Shingo einsperren. Er wurde vor Rückengriff Shojis Mutter an. Ich muss mich bei ihrem Namen von Higidorf entschuldigen. Ich höre ständig Stimmen. Es ist, als ob jemand sehr laut in meinem Kopf spricht. Vielleicht liegt es daran, dass ich die letzten Tage nicht gut geschlafen habe. Ich muss mich ausruhen. Ich höre immer noch seltsame Stimmen und mein Kopf schmerzt sehr. Die haben hier so ein kleines Götterproblem, so ein bisschen. Kann das sein? Ein kleines bisschen zumindest irgendwie. Ja, und das komische Dorf, das habe ich schon mal gesehen. Irgendwo habe ich das Dorf schon mal gesehen gehabt. So, da, genau hier, auf der Karte. So, ist sogar ein Teleportpunkt mit Statue. Ist ja gut. Let's stand. Stabilize. Das war jetzt mies. Achso, ich kann mit dem auch nicht mehr interagieren. Stimmt, ich habe einen Schrein angebietet und dann stand da irgendwas mit Shoji. Okay. Vielleicht gibt es die Mutter ja im Dorf zu finden und dann aktiviert sich erst eine Quest da. Dementsprechend. Könnte sein. Okay. Ja gut, das, dann habe ich das zumindest auch noch auf Aufnahme genommen. Mit in der Aufnahme aufgenommen. Ja, macht Sinn. Gezeigt, gesehen in der Aufnahme. Gut, die erste Kiste haben wir nicht mitbekommen und die ersten Gesprächsfetzen, aber der hat nur wirres Zeug gelabert. Mit er und Gott und also eine göttliche Präsenz oder so, keine Ahnung. Jetzt wollen wir noch Kristallmark, das will ich auch noch haben. Kann es sein, dass Kristallmark Überreste von der Schlange sind? Dass das quasi so dieses böse Wesen war, was hier in diesem Land sein Unwesen getrieben hat? Ich habe jetzt schon keinen Bock auf diese Insel. Bin ich ganz ehrlich, diese Insel wird zacken. Oh Mann. Ah genau, und da ist die Quest, die ich markiert hatte. Aber das ist jetzt eine Sache für Donnerstag, Freitag oder so. Vielleicht sogar im Stream. Weil, ja. Klopf, klopf, genau. Lass dich vom Qualblitz treffen. Ja, ja. Alter, den Plan abstimmen war aus der Vergangenheit. Klingt von Tatara, ja, ja. Noch mehr gewesen, oder? Ja, Summa, genau. Folge 20 Elektroserien auf Narukami, Hanazuka und Yashiori in der Region Inazuma. Mhm. Halte die Putzpunkte der Insel Narukami, Hanazuka und der Insel Yashiori in der Region. Ja gut, einer fehlt glaube ich noch, oder zwei. Halte alle Schreine. Ja gut, also solche Kleinigkeiten halt. Okay. Von mir aus. Jetzt will ich aber trotzdem wirklich mal Schluss machen. Jetzt sind wir bei mittlerweile 20 vor und ich wollte schon vor 20 Minuten aufgehört haben. Eigentlich vor 10. Aber jetzt haben wir das gesehen und ich bin zufrieden. Ich kann die mittlere Insel in Ruhe auskundschaften. Die nördliche Insel gehe ich zumindest oberflächlich noch weiter ab. Ich habe noch ein paar Sachen noch nicht gemacht halt. Ich hoffe, dass ich diese Quest von dem Typen auf der Insel oben nicht weiter großartig verfolge. Also der eingesperrte Typ, der jetzt irgendwie Steinplatten möchte. Für irgendeine göttliche Königskammer oder so. Naja, mal gucken. Gut, wie gesagt, zwei Tage kann ich wieder nicht spielen, dann muss ich jetzt quasi wieder nur meinen Resin aufbrauchen. Dann habe ich noch das Shura-Ending und die letzten 14 Sterne oder so in dem Mario-Hack. Gut, aber ich sage mir jetzt hier wieder ciao und wir haben übrigens jetzt gerade den 3.8.2021.
Den 3.8.2021. 4.39 Uhr. Ich habe noch ungefähr... Aua! Jetzt habe ich mir mit dem... Ah, Kamm genau in den Hals gestochen. Verdammt. Ah, ist halt so ein Stielkamm. Ich wollte eigentlich mich damit kratzen. Nebenbei. Ja, wir haben halt dieses Datum und diese Uhrzeit und ich habe schon nur 20 Videos, die ich noch hochladen kann insgesamt jetzt mit dem hier. Okay, 15 vielleicht. Und ich muss noch irgendwie vielleicht mal Thumbnails hier neu machen, weil langsam, ich dürfte jetzt bei Video 290 oder so sein. Also Genshin ist meine längste und größte Playlist ever. Überhaupt. Also selbst Enderal hat es übertroffen mittlerweile. Schon lange. Schon hart. Aber gut, ich sag jetzt wirklich mal ciao und bis dann.